Moin Leute, Samstagmorgen, euer Domme wieder hier. Bin gerade aufgewacht, wir sind auf dem Sofa eingepennt, Geldschat. Und haben den Wecker nicht gehört. Jetzt wird sich erstmal kurz gerichtet und dann geht's ab ins Fitness mit voller Elan. Na Tobi, gefällt dir dein Booster? Du hast ja ein Bärtchen, ein blaues. Ich bin ein Schlumpf. Schlumpfpisse, was ist Schlumpfpisse? Mein Booster. Hä? Mein Booster. Dein Booster ist Schlumpfpisse? Ja. Stimmt, der hässlich eklige blaue Wirk-Bubblegum-Booster. Nein, das ist Spülmittel. Das ist einfach widerlich. Ja, Spülmittel. Ja, meine Lieben, jetzt geht's dann ab ins Training. Wir sind fertig, gerichtet, hart gestützt. Okay. Und Schatz? Ja? Was war das für ein Gesichtsausdruck? Hey, Dame, heute kommen Klimmzüge. Was? Heute kommen Klimmzüge. Wie soll ich denn bitte meine 96 Kilo Klimmzügen? Super Lied, ey. Von 1873. Ja, Leute, so ist richtig. Ich habe gestern extra McFit angerufen und gesagt, bitte haltet mir den ersten Parkplatz vorm Eingang frei. Das wäre dann der hier. Und das haben sie natürlich durchgezogen. Schön. Na, Tobi, gefällt dir das? Furchtbar aus, ey. Ja, Mann. Danke, Schatz. Was? Hä? Was ist los? Was denn? Ja, okay, was ist los? Ja, okay.
alles klar, ja, das ist mein Ohr, okay, ja, danke, ist sauber, okay, danke. Und jetzt? Was ist jetzt? Ja, wahre Liebe. Ich hab dir auch mal das Ohr abschlonzen. Was machst denn du? Ja, meine Lieben, Fitness ist vorbei für heute. Jetzt kriegt die kleine Lilly mal wieder ein bisschen richtig Auslauf. Wir haben hier ein tolles Spielgerät. Damit fliegt der Ball weit. Und jetzt geht's richtig los, weil mein Hund braucht Training. Genauso wie wir. Schatz, wie war bei dir das Training heute? Anstrengend. Ja? Wieso? Ich hab Beinaua. Du hast was? Beinaua. Beinaua? Ja. Was ist Beinaua? Muskelkater. Ah. Okay. Aber geil. Super. Und die werden jetzt schon mit Leckerlis wieder gefüttert. Ha, Hundi kann es schon kaum erwarten. Aus, wenn die zieht. Was, du rutschst aus? Ja, wenn die zieht, rutscht. Wäre mega, wenn es dich jetzt einfach hinternert. Doch, wäre mega. Komm. Nein. Flieg hin. Oh, du Cheater. So, jetzt wird der Hund hier ein bisschen beschäftigt. Hey, hier hin! Du bist so eine Nudel, verschwinde! Okay. Ja, immer wieder schön zu beobachten. Komm her! Was machst du jetzt? Kacken oder was? Hä? Hund! Wo ist der Ball? Toll! Super Spiel, jetzt darf ich suchen. Schatz, hier, werf, werf. Lilly, Platz. Bring sie hin, Lilly. Lilly. Sie will nicht spielen. Schaust du, so macht man das. Hat sie denn überhaupt, Schatz? Dankeschön. Platz. Ja, so ein Hund ist schon was Tolles. Wir Frauen müssen zusammenhalten, gell, Lilly? Lilly! Halt deine Schnauze. Alter Schatz, du wirst wie ein Weltmeister. Okay. Besser, du machst mal bei der Olympiade mit. Übel. Und aus. Dankeschön. Ah. Platz. Da. Ja, gefangen im Sprung. Nein. Schatz, der liegt im Wasser. Das kannst auch nur du. Hast du ihn geholt? Hä? Nee. Der Ball. Hä? Ja, fein. Hat's ihn geholt? Ja, fein. Gib her. Ja. Oh, ist erwartet. Lilly, hol den Ball. Der Ball ist da drin, ne? Bring den Ball, komm. Bein.
Ja, meine Lieben, was wollte ich eigentlich noch erzählen? Wie gesagt, wir waren ja heute Morgen im Training, ihr wart ja auch kurzfristig dabei. Aber wir sind jetzt 7 Wochen, 8 Wochen dabei. Und heute haben wir uns gedacht, wir machen so eine Art kleinen Cheat Day. Gell, Schatz? Ja, hier hin. Und zwar gehen wir nachher zum Onkel Otto. Ich denke mal, das kennt ihr. XXL Schnitzel und so. Wir lassen zwar die Spätzle und diese ganze andere Sache weg und nehmen dann Salat dazu. Aber wir haben gesagt, wir hauen uns heute ein schönes Riesenschnitzel rein. Wenn ihr bis hier geguckt habt, einfach mal kurz hier Hashtag Riesenschnitzel. Oder doch, Hashtag Riesenschnitzel, Hashtag Onkel Otto, bisschen Werbung und so, weißt du? Ist preis-leistungsmäßig echt nicht schlecht, da Onkel Otto, kann ich nur empfehlen. Ja, bloß Spätzle und sowas lassen wir halt weg, einfach wegen der Kohlenhydrate, die ich Panade, was... Was? Einfach die hier, die Panade, was in dem Schnitzel drin ist, die ist schon ausreichend an Kohlenhydrate. Aber das werden wir uns heute genüsslich in den Magen rein laufen lassen. Bringen lassen. Bist du das gut? Nein. Ruppel den Hund. Schatz. Ja. Ruppel den Hund. Nein, das ist zärtlich. Zärtlich. Ja, meine Lieben, wir sind jetzt zurück vom Laufen. Unser Hund hatte mal wieder ein bisschen Rennspaß. Wir werden uns jetzt fertig machen, werden duschen, werden uns richten. Und dann werden wir uns heute Abend ganz gemütlich in den Onkel Otto setzen und uns das Schnitzel einverleiben. Und dann ist der Tag eigentlich auch schon wieder rum. Morgen ist wieder Sonntag. Ich weiß nicht, inwiefern ich morgen zu irgendwas dazu komme. Mal sehen, vielleicht kommt was Neues, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Was wir morgen noch machen. Wir haben noch Kind frei morgen. Und mal sehen, vielleicht machen wir eine kleine Ausfahrt oder so. Haben wir ja jetzt Winterreifen auf dem Auto. Genau. Sonst würde ich mich freuen. Daumen nach oben. Kommentar. Lasst ein Feedback da. Lasst ein Abo da. Freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann, also sehen wir uns allerspätestens am Montag. Macht's gut.